Ihrer nächsten Bewerbung können Sie gelassen entgegensehen. Die Karriereexperten Christian Püttcher und Uwe Schnierda geben in der Reihe Das Vorstellungsgespräch die besten Tipps für Ihren persönlichen Erfolg. In dieser Folge zeigen Ihnen Püttcher und Schnierda, wie Sie den abschließenden Frageblock nutzen, um sich zum Schluss des Gesprächs noch einmal zu profilieren. Herr Müller, haben Sie noch Fragen an uns? Möchten Sie noch was über das Unternehmen wissen? Nein, eigentlich nicht. Wie gefällt Ihnen eigentlich unsere aktuelle Werbekampagne? Oh je, da erwischen Sie mich aber jetzt vollkommen auf dem falschen Fuß. Lesen Sie keine Zeitung? Schauen Sie kein Fernsehen? Jetzt habe ich gerade einen kompletten Blackout. Aber jetzt fallen mir doch noch ein paar Fragen ein. Dann schießen Sie mal los. Wie viele Standorte hat Ihr Konzern weltweit? Wie ich bereits zu Beginn unseres Gespräches sagte, arbeiten wir in China, Deutschland, den USA und Japan. Ach ja, das habe ich wohl vor lauter Aufregung überhört. Sonst noch Fragen? Wie sieht es bei Ihnen mit Gleitzeit und Überstundenausgleich aus? Überstunden werden bei uns leider nicht bezahlt, aber wir haben eine Gleitzeitregelung. Naja, das ist ja wenigstens was. Was mit Urlaub? 30 Tage gehen klar, nehme ich an. Herr Müller, es ist ja sehr schön, dass Sie plötzlich so viele Fragen an uns haben, aber mir scheint, Sie machen sich doch eher Gedanken über Ihre Freizeit als über die Arbeit. Liege ich da richtig? Nein, da schätzen Sie mich vollkommen falsch ein. Ich bin ein wirklich sehr motivierter Mitarbeiter und zu Überstunden und Mehrarbeit auch mal bereit. Ich dachte, Fragen kann man ja mal. Ein Vorstellungsgespräch ist keine Einbahnstraße. Auch Bewerber sollten ihre Fragen stellen. Damit dies in der Aufgeregtheit des Ernstfalles auch klappt, ist es sinnvoll, zu Hause in Ruhe einige sinnvolle Fragen vorzubereiten. Frank Müller hat dies leider nicht getan, deswegen wirkt er völlig überfordert. Da er keine eigenen Fragen stellen kann, setzt ihn die Personalverantwortliche unter Druck und diesem Druck hält er nicht stand. Er kann nicht einmal etwas zu der aktuellen Werbekampagne des Unternehmens sagen. Endgültig disqualifiziert er sich mit der Frage nach den Standorten. Diese Information hatte ihm Frau Böttcher schon am Anfang des Gespräches gegeben. Also eine völlig überflüssige Frage, mit der er zudem noch Zweifel an seiner Konzentrationsfähigkeit hervorruft. Herr Müller, haben Sie noch Fragen zu unserer Firma? Zunächst einmal vielen Dank für die... Frank Müller steigt mit einem Dank für die bisher erhaltenen Informationen in diesen Gesprächsabschnitt ein. Damit kann er die positive Stimmung aufrechterhalten. Dank seiner Frage nach der Gewichtung der neuen Aufgaben erhält er zudem wichtige Informationen über sein neues Arbeitsfeld. Beides wird wichtig sein. Über ein Management-Informationssystem beginnen wir gerade den bereichsübergreifenden Informationsaustausch auszuweiten. Das klingt sehr interessant. Auf welche Mitarbeiter kann ich direkt zugreifen? Ihr Team wird aus 6 Referenten und Mitarbeitern bestehen. Dazu bekommen Sie Ressourcen für größere Projekte direkt aus den einzelnen Abteilungen. Und wem arbeite ich zu? Da bei uns die interne Kommunikation einen hohen Stellenwert hat, werden Sie direkt mit dem Vorstand zusammenarbeiten. Unsere Vorstandsassistentin Frau Bertels wird Ihre direkte Ansprechpartnerin sein. Da die Stelle außer Tarif vergütet wird, gehe ich davon aus, dass Überstunden nicht extra abgegolten werden, oder? Das ist richtig. Allerdings räumen wir Ihnen bei besonderen Belastungen in Spitzenzeiten einen Freizeitausgleich ein. Prima. Die Frage nach den Ressourcen ist ebenfalls sinnvoll. Schließlich möchte Frank Müller nicht als Ein-Mann-Armee im Unternehmen unterwegs sein. Den Stellenwert seiner Position im Unternehmen erfragt er geschickt. Er erhält die Antwort, dass die Vorstandsassistentin seine direkte Ansprechpartnerin sein wird. So kann er sich sicher sein, dass seine Ideen, Anregungen und Konzepte auch von der Konzernspitze wahrgenommen werden.